Soldatin Nile, gespielt von Kiki Layne, ist bei den, ich glaube, Marines und ist in Afghanistan im Einsatz. Und dann gibt es eine Schießerei und einen Einsatz im Haus. Und der Typ, den sie gerade erschossen hat, schafft es noch mit letzter Kraft, so ein Messer sich zu schnappen. Und das Blut spritzt und sie tot. Und kurz später wacht sie im Feldlazarett auf und hat hier nicht mal eine Narbe. Zeitgleich sehen wir eine Truppe von unsterblichen, nennen wir sie mal Söldnern, die alle von Kiki träumen. Da fragt man sich doch als Zuschauer, gibt es da möglicherweise eine Verbindung? Söldnertruppe, angeführt von Andy, gespielt von Charlie Strong, macht sich auf, um Kiki zu suchen. Und dann schafften sie es irgendwie, die von der Armeebasis da weg zu entführen. Wie genau, da frage ich jetzt nicht so explizit danach, denn sie haut dann zwei Soldaten um und dann klaut sie noch einen Soldaten-Jeep und schafft es irgendwie unbemerkt aus der Festung da. Also Fantasy, so, nehmt's in Kauf. Und jedenfalls dann fragt Kiki, ja, wer bist du denn? Und Charlie Strong erklärt ihr, naja, ich bin Andy und ich bin unsterblich und du jetzt auch und folgendermaßen sieht's aus. Und dann lernt Kiki also den Rest der Truppe kennen und dann erklären die Kiki, was mit Kiki los ist. Nämlich, dass sie zu einer speziellen Spezies von Unsterblichen gehört, die unsterblich sind. Bedingt durch die Unsterblichkeit. Ihr wisst schon. Andy und ihre Truppe verdingen sich als Söldner auf der ganzen Welt. Also die werden angeheuert, um irgendwo hinzugehen und da jede Menge Stuntmänner tot zu schießen. Und dann machen die das und dafür kriegen die Geld. Und das machen die offensichtlich schon seit Jahrhunderten. Da kommt aber ein zwielichtiger Typ namens Copley um die Ecke, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Der versucht, die zu rekrutieren. Das Ganze ist aber nur eine Falle. Denn die wollen gar nicht, dass sie irgendwo hingehen und da Leute erschießen. Die wollen, dass die Unsterblichen da hingehen und selbst erschossen und gefangen genommen werden, damit sie aus deren Blut und DNS einen Unsterblichkeitsstoff bauen können, den eine Pharmafirma, ein fieses Startup-Unternehmen, dann für ein Heidengeld verkaufen kann. Ja, also ihr Silicon Valley-Fuzzis, ihr habt's aber auch faustdick hinter den Ohren, was? Und dann geht so ein bisschen was schief und die schaffen es aber nicht alle von den festzunehmen und dann wird ein bisschen geschossen und dann lernt Kiki noch genauer die Hintergrundgeschichte von Andy kennen und von den anderen und dann wird noch mehr geschossen und dann beschließen sie die zwei, die da gefangen worden sind, wir müssen die zwei da rausholen und dann schnappen sie sich Gewehre und Pistolen und dann gehen die da in dieses Hightech-Labor, was irgendwo im 17. Stock ist und dann wird noch mehr geschossen und dann sind sie oben im 17. Stock bei dem Hightech-Labor und dann sind da noch ganz, ganz viele Bodyguards und da wird dann auch ganz viel geschossen. Falls es euch bisher noch nicht klar geworden ist, es handelt sich hier um einen Vertreter des Genres Actionfilm. Ja, The Old Guard ist in Anführungszeichen nur ein B-Film, aber für seine B-Film-Ansprüche kommt der Streifen doch noch ordentlich hoch hinaus. Mich hat das Ganze erinnert an Highlander, denn da geht es ja auch um Sterbliche und das ist so, wie wenn man sich die Ausgangssituation von Highlander schnappt, nämlich, dass es da unsterbliche Menschen gibt und die kämpfen aber nicht gegeneinander und hacken sich die Köpfe ab, damit einer am Ende den großen Preis gewinnt, sondern die kämpfen miteinander. Und das eben für Kohle und sind ein Team, weil die ja eh die einzigen von ihrer Sorte sind und ansonsten vereinsamen würden. Und dann, naja, machen die das Ganze eben nicht alleine und mit Schwert, sondern im halben Dutzend und dafür mit Maschinenpistolen. Gar nicht so schlecht. Ich habe den Originalcomic nicht gelesen, auf dem diese Geschichte basiert. Ich kann mir aber ungefähr vorstellen, wer schreibt mir jetzt eine WhatsApp? Ich kann mir ungefähr vorstellen, dass auch die Person, die den Comic gemacht hat, wahrscheinlich ungefähr an die 27 Mal Highlander gesehen hat. Naja, nicht die schlechteste Voraussetzung für einen unterhaltsamen Netflix-Fernsehabend. Die Action ist jetzt nicht der Riesenbrüller, aber die Kämpfe sind ordentlich choreografiert und schon wie bei Tyler Rake Extraction mit unserem ewigen Thor Chris Hemsworth sieht man hier, dass die Macher durchaus drauf aus sind, nicht einfach nur irgendwelche Dutzendware zu präsentieren, sondern sich bei den Schießereien und Faustkämpfe, die gibt es auch zwischendurch, dass sie sich dabei Mühe gegeben haben und dass viel Zeit und Vorbereitung in die Choreografie und in die Stuntarbeit geflossen ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich auch schön finde, eine wirklich bunte Mischung von Schauspielern.
Denn, wie es so ist, wenn man durch die Jahrhunderte zieht und durch verschiedene Kriege zieht, da findet man Leute aus allen Zipfeln von der Erde. Und in den 80ern hätten wahrscheinlich sämtliche Rollen wären von Amerikanern gespielt worden und das ist hier nicht der Fall. Also wir haben die US-Amerikanerin Kiki Layne, die diese junge afroamerikanische Soldatin spielt. Und dann haben wir die Südafrikanerin Charlize Theron. Und dann haben wir den Belgier Matthias Schönartz. Und dann haben wir den Briten Chiwetel Ejiofor. Und dann haben wir den Italiener Luca Marinelli. Und dann haben wir auch noch Marwan Kenzari. Ihr wisst schon, der Jafar aus... Ja, reden wir nicht drüber. Und was ich auch schön finde, und ich finde gut, dass Netflix da vorangeht, endlich mal wieder, es hat ja lang genug gedauert, ein Actionfilm, bei dem eine Frau Regie führt. Der letzte, der mir da spontan einfällt, ist Punisher Warzone von Lexi Alexander. Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow, den werte ich jetzt nicht als Actionfilm. Und das finde ich halt gut, dass Netflix als Sender, der sich nur an Abonnementzahlen halten muss und jetzt nicht versteifen muss auf Einspielergebnis an den Kinokassen, dass sie sagen, okay, wir trauen uns mal was und ja, diese Frau da, die nehmen wir jetzt und dann führt die jetzt Regie. Und ich musste leider unweigerlich denken an meine liebe, liebe Kathleen Kennedy von Disney, die mal vor Ewigkeiten versprochen hat, ja, es wird passieren. Es wird mal einen Star Wars Film geben, bei dem eine Frau Regie führt. Aber liebe Kathleen Kennedy, wenn Sie sowas schon in ein wehrloses Mikrofon reinblöken, dann müssten Sie dann aber auch Ihren Worten ein paar Taten folgen lassen und das ist bis jetzt leider nicht der Fall. Und ja, Filme sind immer noch eine Männerdomäne. Und ja, 90% der Leute, die das machen, was ich hier mache, sei es nun auf YouTube oder sei es für einen Fernsehsender oder sei es tatsächlich als angestellter Journalist für eine Zeitung, sind dummerweise Männer und gehen mit Frauenfilmen besonders hart ins Gericht, wenn diese ihnen nicht gefallen. Noch dazu, wenn eine Frau bei einem vermeintlichen Männergenre wie dem Actionfilm Regie führt. Und ja, Männer haben auch einen längeren Atem. Männer sind besser und skrupelloser und effektiver im Netzwerken. Auch das braucht man, wenn man es im Filmbusiness schaffen will. Nur trotzdem kann mir keiner erzählen, dass es alleine an der Durchsetzungskraft und an dem stärkeren Willen von Männern liegt, dass es so wenige weibliche Regisseure gibt. Etwa 97% der Regisseure in Hollywood oder die Filme, die in Hollywood gemacht werden, werden von Männern gemacht. Das heißt dann im Umkehrschluss, mehr Frauen wollen freiwillig an bewaffneten Kampfhandlungen teilnehmen, als bei einem Film Regie führen. Und das kann mir keiner erzählen. Also, Hut ab Netflix. Habt ihr gut gemacht? Gerne mehr davon. Auch liebe Natalie Portman, gerne mehr davon. Es ist wunderbar, wenn sie sich Frauenregisseurennamen auf ihre Robe sticken lassen, mit der sie bei den Oscars sind. Und wenn ihnen dann eine Produktionsfirma gehört. Und wenn bei 9 Filmen, die diese Produktionsfirma macht, nur bei 2 Filmen von der Frau Regie geführt wird, nämlich von Natalie Portman selbst. Und bei den anderen 7 es wieder Kerle machen. Ja, schönes Lippenbekenntnis. The Old Guard ist sicher nicht spektakulär. Er ist einigermaßen spannend. Hier und da zieht er sich ein bisschen zu lange, wobei der Film gar nicht so lange ist. 2 Stunden 5 Minuten inklusive Abspann, also eigentlich nur 2 Stunden Laufzeit. Ist jetzt übersichtlich und okay. Zwischendurch hängt es dann aber ein bisschen von der Erzählweise. Dafür wird man aber ordentlich entschädigt von wirklich vielen und wirklich gut gemachten Actionsequenzen. Und obwohl so viel gekämpft wird, ist es aber im guten Sinne. Also es ist ähnlich wie bei The Raid. Da wurde auch viel gekämpft, aber als Zuschauer wurde man der ganzen Sache nie überdrüssig. Im Gegensatz beispielsweise zu den ganzen Transformers-Filmen. Nach 40 Minuten Krach-Bumm kann ich es irgendwann nicht mehr sehen. Das Erzählmittel, das hier genommen wurde, um den Inhalt oder die Hintergrundgeschichte dieses Films zu vermitteln, das finde ich ein bisschen billig gemacht, denn das habe ich schon in zu vielen Filmen gesehen. Man nimmt also einen Neuling, eine Person, die mit der Situation unvertraut ist, und schmeißt sie in diese neue Situation und dann muss diese neue Figur lauter Fragen stellen für den Zuschauer. Und dann gibt es eine alte Hase-Figur, die der neuen Figur dann erklärt, ja, pass mal auf, so und so ist das. Ja, und warum bin ich noch nicht tot? Ja, weil wir einer Rasse von Unsterblichen angehören. Und warum sind wir unsterblich? Ja, weil das Drehbuch es so will. Und wer sind diese Typen? Ja, also diese Typen, das sind die Bösewichter. Und was wollen die Bösewichter von uns? Ja, also die Bösewichter, die wollen Folgendes. Das finde ich etwas uninteressant gemacht. Andere Regisseure haben sowas ein bisschen kniffiger drauf. Aber es ist okay. Also wenn ihr Matrix mit Keanu Reeves gesehen habt, wo er ja als Neuling in die Situation reingeschmissen wird und Lawrence Fishburne erklärt ihm alles. Oder wenn ihr Inception gesehen habt, da kommt ja Alan Page als Neue in das Team rein und Leonardo DiCaprio erklärt ihr alles und damit auch für den Zuschauer. Wenn ihr dieses Stilmittel okay findet, dann wird euch dieser Film auch Spaß machen. Ich finde es halt nicht so raffiniert, aber meine Güte, es ist ein B-Movie-Klopper auf Netflix und da soll es fetzen und krachen und er soll unterhaltsam sein. Da erwarte ich keinen Drehbuch-Oscar und unterhaltsam ist der Film. Also kann man sich unfallfrei angucken. Wirklich größtenteils handgemachte, gut gemachte Action, ab und zu ein bisschen CGI, ja, gehört mittlerweile dazu. Aber ansonsten verlassen sich die Macher hier wirklich auf Stuntleute, auf Choreografie, auf übersichtliche Kameraarbeit, nicht zu viel Gewackeln, nicht zu viel Schnitte. Also alles in allem rundum Actionvergnügen
was man sich unfallfrei angucken kann. Für The Old Guard gibt es unterm Strich 3 von 5 Unsterblichen und ein halbes, es kann nur einen geben. Also, wahrscheinlich nicht, denn in der letzten Szene wird schon eine Fortsetzung angedeutet und es gibt haufenweise Comics und Netflix will wahrscheinlich, also... Naja, ihr wisst schon. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, viel Spaß beim Gucken von The Old Guard oder vielleicht nochmal von Highlander oder beim Gucken von irgendwas anderem. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.